Ja, hallöle, Freunde der guten Laune, besser Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einem kurzen, knackigen Video hier beim Supermarket Simulator. Wir hätten die Kisten bestellt und wir hätten nicht das ganze Zeug eingelagert. Naja, gut, nee, heute ein kurz, knackiges Video. Wir werden heute gemeinsam, also beziehungsweise ich werde euch meine besten Tipps und Tricks rund um den Supermarket Simulator vorstellen, die mir weitergeholfen haben, in das Spiel besser reinzukommen. Denn ihr wisst alle, man kann bankrott gehen, aber dazu kommen wir gleich, denn der Supermarket Simulator hat ein Update bekommen, der zwar klein, aber wirklich fein ist. Ihr kennt es ja alle, wir haben ein Lager, das könnt ihr, glaube ich, für 1000 Dollar, glaube ich, kaufen. Und dann könnt ihr zum Beispiel solche Kisten hier einfach mal nehmen und hier einfach irgendwo hinstellen. Das Ganze habe ich jetzt schon ein bisschen größer gemacht, denn dazu kommen wir jetzt einfach mal. Das Doofe war immer gewesen, das werde ich jetzt auch gleich im Hauptvideo, was ich vorher schon gedreht habe, nochmal erwähnen. Denn das Lager war für mich immer so ein bisschen, so ein Schandfleck gewesen. So richtig habe ich es nie benutzt. Ich habe es zwar dann mal benutzt und in all der Zeit, wo ich die Sachen da hingebracht habe, bin ich im Endeffekt eigentlich schon wieder mit den Sachen zurückgegangen, weil die Regale mussten ja aufgefüllt werden. Aber mit einem kleinen neuen feinen Update ist es jetzt möglich, hier nämlich durch eine Tür zu gehen. Ihr könnt nämlich hier durch diese Tür direkt ins Lager kommen. Das heißt, ich kann jetzt einfach mal den hier machen. Verdammt. falscher Ausgang oder falscher Eingang. Und kann dann einfach meine Sachen hier irgendwo hinstapeln. So einfach geht's quasi. Das ist quasi das neue Update. Ein kleines Problem gibt's, beziehungsweise kein kleines Problem. Die Entwickler wollten ja auch, dass ihr ein bisschen daran arbeitet. Ihr habt diese Tür sofort. Also halt ein bisschen Ausschau. Die müsste quasi auf der Wandseite vom PC sein. Die ist ein bisschen versteckt, wenn die natürlich wie ich am Anfang das Ganze so zu stehen hattet. Also dann sieht man die Tür nicht. Und wenn ihr erst einmal, so wie ich es dann damals auch getan habe. Oh, jetzt kann ich mein Regal, na gut, das Regal kommt jetzt einfach hier hin. Ich habe ja den Laden schon ein bisschen größer gemacht. Das passt schon. Packen wir hier, dann müssen die ein bisschen weiterlaufen. Dann werdet ihr merken, die Tür ist aber verschlossen. Da steht auch gesperrt. Ihr müsst nämlich erst einmal hier zu eurem PC gehen, auf Verwalten. Und dann habt ihr zum einen Wachstum eures Shoppes, aber ihr habt auch die Rubrik Lager. Und ich glaube nur zu meinem Abschnitt 3 oder 4 könnt ihr diese Tür benutzen. Das heißt, euer Lager wird nach und nach größer werden. Ich glaube, ab Abschnitt 3 ist es möglich, denn ist im Endeffekt genug Platz, dass halt, weil vorher war es nämlich immer so gewesen, du kamst halt hier rein, das ging, glaube ich, immer nur bis hier. Hier ist das so ein 4x4-Eck gewesen, also wirklich sehr, sehr klein. Und mit dem ersten Abschnitt habt ihr das hier erweitert, vielleicht so mit dem zweiten Abschnitt hier. Und mit dem dritten ging es vielleicht hier so ein bisschen voran. Jedenfalls, erst so ab dem dritten, vierten Abschnitt könnt ihr auch diese Tür benutzen. Dann kommt eine Treppe und die Tür öffnet sich und ihr könnt dann in euren Laden hineinspazieren. Das ist das neue Update, finde ich cool gemacht. Wie gesagt, man kommt jetzt wesentlich besser hier rein. Wie gesagt, vorher war es immer ein bisschen doof gewesen. Du hast jetzt zum Beispiel vorher eine Kiste hier irgendwo eingelagert. So, sagen wir mal, liegt jetzt einfach mal hier. Mal ein ganz kurzes Beispiel. Du bist jetzt hier in deinem Laden und merkst es auf einmal. Oh Schreck, Wasser fehlt. Gehst zurück, machst den hier. Läufst hier erstmal lang. Erstmal läufst du überall gegen, stößt dieses Knie, Bandscheibenvorfall, Bänderriss. Und dann läufst du wieder hier zurück. Und dann bist du erst hier angekommen. Und das machst du dann permanent. Also der Weg war wesentlich größer gewesen. Jetzt kommt ihr direkt in den Supermarkt. Finde ich ziemlich cool. Und ja, das war es eigentlich auch schon gewesen. Freunde, jetzt geht's weiter mit einem kleinen feinen Video. Ungefähr noch weitere 15 Minuten wird das gehen. Meine Tipps und Tricks für euch, wie ihr nicht bankrott werdet und relativ gut und schnell und zügig rein ins Spiel kommt. Viel Spaß dabei. Ja, hallöle, Freunde der guten Laune, bis zur Unterhaltung. Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einem kurzen, kleinen, knackigen Video rund um den Supermarket Simulator. Und heute geht's nur darum, euch gute, bringende Tipps zu geben. Denn auch ich habe es mittlerweile geschafft, bankrott zu gehen. Ja, ihr könnt im Supermarkt bankrott gehen. Wie genau das passiert, versuche ich euch mal kurz und knackig hier zu erklären. Natürlich zuallererst, wenn wir nicht genug Geld haben. Aber wie kommt eigentlich sowas? Indem wir vielleicht hier und da ein paar schlechte Investitionen treffen, uns ein Darlehen aufpumpen, das uns das für uns nicht direkt bezahlbar ist, beziehungsweise auch vielleicht schon wir am Rande der Erschöpfung uns ein Darlehen nehmen und dadurch uns noch mehr Rechnung aufbrummen. Aber fangen wir ganz von vorne an. Ihr seht hier, ich habe meinen Supermarkt mittlerweile im Laufe dessen der letzten Folge ein wenig ausgebaut. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Es sei ja natürlich, ihr seid schon ein bisschen fortgeschritten. Genauso wie manche unter euch, habe auch ich damit angefangen,
alles auszubauen, was nur geht. Aber auch natürlich bei den Sachen Produktlizenzen. Das heißt, dass ich neue Produkte kaufen kann. Ich habe bis heute nur diese Produktreihe, nur 12 Artikel. Warum? Denn die Kundschaft, wenn sie erst mal mitbekommt, dass ihr neue Produkte habt und ihr könnt euch, sagen wir mal, nicht jedes Produkt leisten oder habt nicht den Platz oder kommt nicht hinterher, fangen an, die Kunden argwöhnisch zu werden. Wo bleiben denn die Produkte? Als kleines Beispiel, ich hatte irgendwann Produktlizenz Nummer 4 oder 5 gehabt. Also ich hatte an die 30 oder 40 Produkte gehabt. Die konnte ich aber nicht alle in meine Regale einladen, aber die Kunden wussten, ich habe eigentlich diese Produkte. Ich habe sie bloß nicht ausgehangen. Und wenn denn diese Kunden nur nach diesen Produkten suchen und die nicht finden, dann werden sie euren Supermarkt verlassen. Das heißt, ihr nehmt kein Geld ein, ihr verliert an Erfahrung und das ist einfach nicht gut. Deswegen habe ich von Hause aus Folgendes gelassen. Bis jetzt erstmal nur 12 Produkte. Am Anfang, wenn ihr wirklich erstmal daran arbeitet, hier und da ein paar Regale neu zu kaufen, einen neuen Mitarbeiter euch zu holen, zu dem kommen wir jetzt gleich, dann lasst, auch wenn es langweilig ist, erst einmal eine kleine Produktlinie vom maximal 12 Produkten, weil die könnt ihr hier wunderbar einlagern, die könnt ihr alle auf einmal holen, ohne dass ihr irgendein Produkt vergisst. Und ganz kurz, was ich jetzt da gemacht habe, ist folgendermaßen. Ich habe also jetzt insgesamt 12 Produkte, dazu haben wir insgesamt 4 Produkte für den Kühlschrank, 1, 2, 3, 4 und der Rest der 8 Produkte ist allesamt für ein Regal. Jetzt habe ich die Regale schon so, ich habe jetzt so viel Anzahl an Regalen gekauft, dass ich hier für mich ganz einfach hier eine Produktlinie erstellen kann, hier eine Produktlinie, zum Beispiel Cornflakes nur in einer Reihe, hier zum Beispiel nur Öl, hier zum Beispiel nur Mehl, nur Puderzucker und so weiter und so fort. Also, dass ich auf alle Fälle immer genau weiß, was ich gerade kaufen muss, ohne dass ich es kreuz und quer mache. Das habe ich am Anfang auch falsch gemacht. Und so überseht ihr mal ganz schön, dass ihr ein Produkt vielleicht noch zur Verfügung habt oder nicht mehr zur Verfügung habt. Das gleiche habe ich auch bei den Kühlregalen gemacht. Bei mir hier sind nur Eier, hier ist nur dieser Käse und links oder rechts macht ihr noch Milch oder Wasser. So, wisst ihr Bescheid, da habe ich auch vorweg auch schon mal mir Folgendes gemacht. Ich habe die Artikel allesamt, gut, mal wenn ihr das Spiel neu startet, dann ändert sich das immer. Ich habe die Menge hier schon mal vorab auf 4 gemacht. Das heißt, wenn meine Regale leer sind, dann kann ich sofort auf 4 aufstocken und kann mir diese bestellen, um meine Regale voll zu machen. Einzig allein Wasserflasche und Milch. Da müsst ihr einfach nur 2 machen, weil in diesem Karton sind quasi Platz für 2 Regale jeweils. Da braucht ihr nur 2 Kartons, dann füllt ihr auch schon 4 Regale auf. So, wie gesagt, da mache ich jetzt überall meine 4 hier rein. Eier 4, Milch, wie gerade gesagt, 2-mal nur. Und der schwarze Tee, davon haben wir natürlich jede Menge. In Sachen Preisen, das Thema hatten wir auch schon so ein bisschen gehabt. Ihr müsst immer so ein bisschen gucken, gerade zu dem Zeitpunkt und arbeitet wirklich erstmal darauf hin. Das kostet nicht viel, müsste Level 10 sein, dass ihr einen Mitarbeiter habt. Dann könnt ihr auch wirklich humane, normale Preise angehen, die die Leute auch kaufen. Ich habe zum Beispiel im Endeffekt mich immer so ein bisschen nach dem Marktpreis gerichtet oder aber nach den Durchschnittskosten mal 2, dass wir halt auch eine gewisse Pluslinie haben. Und dann müsst ihr natürlich ein bisschen beobachten, was kaufen die Leute. Wenn natürlich manche Preise so ein bisschen senken in der Wirtschaft, dann kann es sein, dass euer aktuellster Preis von zum Beispiel 3,50 gar nicht mehr die Kunden anspricht, sondern die verlangen schon Preise von zum Beispiel 3 Euro. Weil es gerade in dem Zeitpunkt reduziert ist. Also darauf einfach auch ein bisschen achten. So, jetzt bestellen wir mal hier so ein bisschen was an Ware. Ist natürlich immer ein bisschen doof. Ihr kriegt natürlich hier nur 10 Sachen rein. Und wie gesagt, denkt immer daran, das weiß bis heute nicht, was passiert, wenn ihr keine Rechnung zahlt. Es kann natürlich auch schnell passieren, dass wenn ihr zu oft oder zu lang keine Miete zahlt, dass ihr auch einfach aus dem Spiel rausgeschmissen werdet, dass ihr bankrott seid und dann müsst ihr von komplett vorne anfangen. Also denkt immer dabei, ein bisschen an Geld wegzupacken. Ansonsten in Sachen ganz kurz mal Bank bzw. mir Darlehen nehmen. Ich habe mittlerweile auch schon die Möglichkeit, hier 2.000 mir auszuleihen. Ich gehe immer von Hause aus, auch wenn es natürlich ein bisschen viel erscheint am Tag, aber immer weit runter. Das heißt, dass ich meine Darlehenslaufzeit nur auf 5 Tage beschränke. Ist übrigens auch ein guter Tipp, wenn ihr, sagen wir mal, alles auf Rechnung bezahlt oder auf etwas längere Raten, macht eine kürzere Rate. Die Prozente sind viel wesentlich geringer. Guck mal, in tägliches Interesse ist hier nur 0,01%. Wenn wir es also mal hochrechnen auf 5 Tage, bezahlen wir ungefähr Pi mal Daumen, gerade mal 35 bis 40 Dollar obendrauf. Bei 2000 Dollar, die wir an Darlehen uns nehmen, sind es ungefähr 200 Dollar. Wenn wir aber jetzt einfach mal hier
auf ungefähr 20 Tage gehen, das macht sich ein bisschen besser, sind es schon $800, die ihr oben drauf zahlt. Das müsst ihr mal bedenken. Also je mehr Laufzeit oder Darlehenslaufzeit ihr macht, desto mehr müsst ihr am Tag natürlich prozentual mehr drauf zahlen. Das machen wir einfach mal. Wir nehmen uns mal ein schönes Darlehen, haben wir ein schönes Puffer. Macht es auch nur, wenn ihr ein schönes Puffer habt. So, jetzt laden wir mal gemeinsam die Regale auf, dann wisst ihr einfach mal, wie einfach das dann hier wirklich ist. Hier die Flaschen, ein Karton, eine Reihe und die nächste Kiste Wasser und dann ist im Endeffekt auch schon der Schrank voll. Eine Lage habt ihr dann noch. Wie gesagt, ich mache da jetzt einfach nur zwei. Und so habt ihr einen kleinen Puffer, wenn es später darum geht, dass euer Angestellter, wie hier, meiner heißt Rico, schöne Grüße gehen raus an meinen Freund Rico, dass ihr währenddessen dann quasi ein bisschen euren Supermarkt bewirtschaftet. Der Rest, den macht ja Rico. Und jetzt sucht ihr euch wirklich halt wirklich Regal für Regal raus. Also packt es nicht durcheinander. Jetzt haben wir hier einmal Cornflakes auf der rechten Seite, auf der linken Seite und auf der rechten Seite ist dann das Öl. Und so machen wir immer weiter. So arbeiten wir uns von oben nach unten ab. Wie ihr natürlich was legen wollt, das ist vollkommen egal. Ist halt auch nur ein Tipp, aber ich habe es selber für mich herausgefunden. Manchmal gerade auch selbst bei gerade einmal 8 Trockenartikel, so nenne ich es jetzt einfach mal, Warmartikel, die wir hier haben, kommt man ganz schnell mal irgendwie nicht hinterher und kriegt es manchmal gar nicht mit, wo noch was ist oder wo was nicht ist. Achso, und wenn ihr euch mal vertippt, sowas zum Beispiel, weil ihr wollt die eigentlich hier haben, einfach mit dem rechten Stick könnt ihr die wieder reinholen. Aber ich glaube, das weiß eigentlich jeder von euch. Ja, und auch vielleicht ein bisschen selbstredend. Ihr könnt natürlich ganz entspannt alle Artikel erstmal hier einladen. Ich würde es also euch raten, falls ihr schon währenddessen den Verkauf starten wollt, nehmt erstmal alle Artikel einmalig, dass ihr halt denjenigen findet. Müssen wir mal gucken. Nehme ich hier noch den schwarzen Tee und dann könnt ihr auch schon den Verkauf starten. Wie gesagt, es ist halt einfach nur immens wichtig, dass die Kunden reinkommen. Und die wissen ja vorab, was euer Produktpalette ist. Sie werden nicht nachfragen, ach, wo ist denn die Zahnpasta? Wenn ihr diese Lizenz noch nicht freigeschaltet habt, dann interessiert es den Kunden nicht. Der Kunde interessiert es aber, dass ihr diese Produkte eigentlich habt. Und wenn ihr noch nicht im Regal seid, kann es halt sein, dass er euren Laden verlässt. Ja, und währenddessen könnt ihr dann öffnen und wir können währenddessen weiter die Regale auffüllen, währenddessen die Kunden das Ganze hier kaufen. Vielleicht noch ein sehr interessanter Tipp. Ihr werdet schnell merken, okay, gut, ihr habt euren Mitarbeiter, bei mir ist jetzt zum Beispiel der Rico, der halt das Geld sammelt, der die Kunden abfertigt und gleichzeitig genug Erfahrungspunkte sammelt. Ihr werdet aber merken, dass wenn ihr zum Beispiel gleich mal in den Computer guckt, dass ihr nebenbei dadurch keinen richtigen Verkauf startet. Für euch, bei manchen Herausforderungen, die ihr startet, zählt nur das, was ihr selber verkauft, also den Verkauf, den ihr selbst tätigt. Das werdet ihr später merken, wenn ihr zum Beispiel einen zweiten Angestellten braucht. Dann heißt es zum Beispiel, okay, du musst Level 20 sein, natürlich musst du dafür auch noch Geld ausgeben, aber du musst mindestens 500 Artikel verkauft haben. Das wird aber nicht addiert, sobald du jetzt nur noch hier euren ersten Mitarbeiter verkaufen lässt. Da kann es natürlich ratsam sein, sich zu sagen, okay, dann hole ich mir jetzt eine zweite Kasse. Wenn ihr aber zum Beispiel jetzt sagt, weißt du was, Verkauf macht mir nicht so Spaß oder das Permanente, dann wartet einfach ein bisschen ab, bis ihr ein, zwei Level vor 20 seid. Warum? Sobald ihr die erste Kasse kauft und die dann hier hinstellt, dann kommen auch die Kunden zu dieser Kasse und warten, dass sie bedient werden. Das heißt, ihr müsst euch dann wieder notgedrungen an die Kasse setzen. Das habe ich beim ersten Mal auch gemacht. Das war ein bisschen nervig gewesen, weil ich eigentlich hier und da noch ein bisschen was bewirtschaften wollte. Also wartet ruhig ein bisschen ab. Holt immer erst dann eine zweite Kasse, wenn ihr auch vorhabt, einen neuen Mitarbeiter zu holen. Und dann guckt ihr, wie viele Verkaufte, oder sagen wir mal, wie viele Verkäufe ihr tätigen müsst. Und dementsprechend ein, zwei Level, am besten zwei Level, bevor ihr es soweit wäre, euch einen neuen Mitarbeiter zu holen. Dann holt ihr euch eine neue Kasse und bedient diese selber, damit ihr auch ein paar Verkäufe schafft. Und dann habt ihr wieder die Möglichkeit, einen zweiten Mitarbeiter einzustellen. Denn dann kriegt ihr natürlich auch dementsprechend schnelle Erfahrungspunkte. Weil es geht hier irgendwann gar nicht mehr um Geld, sondern eher um Erfahrungspunkte. Und auch ein kleiner Tipp an Rande, nutzt nicht jedes Geld aus, was ihr habt. Also lasst euch wirklich einen gesunden, ordentlichen Puffer. Das ist immens wichtig, weil irgendwann kommt ihr sonst wirklich in die Bredouille und ihr kommt nicht mehr hinterher. Und wenn ihr genug Puffer habt, dann könnt ihr es auch wagen, und das werden wir jetzt mal gemeinsam machen, natürlich neue Produkte zu holen. Aber holt euch keine neuen Produkte auf Teufel komm raus, wenn ihr euch nicht auf Anhieb immer eure gesamte Produktpalette neu bestellen könnt. Das ist eigentlich immer das Wichtigste. Ihr müsst immer gut aufgefüllt sein. Ihr müsst mit eurer gesamten Produktlinie, Produktpalette immer gleich hier was aufweisen können. Wenn ihr das nicht könnt, wie gesagt, oder wie öfter schon gesagt, kommen Kunden, suchen dieses Produkt, das ist aber noch nicht im Lager geführt und dann gehen die auch wieder raus.
So, eingelagert ist alles. Ihr seht schon, obwohl wir eigentlich Produkte gekauft haben, die die gesamten Regale füllen sollen, wird es nach und nach ein bisschen leerer. Ich habe auch schon mittlerweile das Lager gekauft. Ich muss aber ehrlich gestehen, auf die Art und Weise, wie ich das jetzt hier handhabe, brauche ich das Lager ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr allzu sehr vonnöten. Guck mal, ihr seht aber auch mittlerweile, es ist sehr interessant, wie viel die Leute hier mittlerweile kaufen. Ist jede Menge, was die mittlerweile kaufen. Das kann mitunter daran liegen, dass ihr halt wirklich mittlerweile einfach von einem Produkt sehr viel anbieten könnt und die Leute halt vermehrt davon kaufen. Guck mal, wie viele Kunden hier unterwegs sind. Das ist dann schon ziemlich krass. $50. Manche kaufen natürlich auch nur zwei Artikel. Aber für mich aktuell brauche ich das Lager auch noch nicht, weil ihr müsst euch das vorstellen, ich könnte natürlich jetzt sagen, das können wir auch mal gerne machen, wir können jetzt neue Produkte bestellen und die schon mal einlagern. In dem Zeitraum muss ich die aber eigentlich schon wieder mit dem Lager befüllen, also macht es relativ wenig Sinn. Von daher, bis jetzt am Anfang braucht ihr das Lager nicht. Spart euch das Geld, auch wenn es nur $1000 sind, aber ihr braucht es aktuell nicht. Um ehrlich zu sein, benutzt einfach, ja, benutzt einfach wirklich nur das, was ihr als Lager zur Verfügung habt, nämlich die Straße. Hört sich jetzt wirklich sehr, sehr doof an, aber die Straße ist Lager genug. Kinder, klaut euch dort was und ihr müsst euch unnötig Geld ausgeben. Denn, wie gesagt, in den meisten Fällen müsst ihr sowieso das Regal sofort wieder auffüllen. Ihr könnt natürlich jetzt versuchen, noch mehr Regale zu kaufen, um nochmal einen größeren Puffer zu schaffen. Das müsst ihr halt mal gucken, wie ihr wollt. Wie gesagt, ich fahre erst einmal wirklich damit, alle Artikel jetzt einmal hier zu kaufen. Und dann ist auch gut. So, der Tag ist aber auch schon vorbei. Es ist 21 Uhr. Wir haben noch sehr viele Kunden. Wir können währenddessen einfach mal hier unsere Regale wieder ein bisschen auffüllen. Und so habt ihr im Endeffekt auch gar nichts mehr mit den Kunden zu tun. Wenn wir natürlich dann später neue Mitarbeiter haben, dann geht das alles auch ein bisschen schneller. Wir kriegen vielleicht ein bisschen mehr Kunden ran. Obwohl man sagen muss, hier wird jetzt keiner außen vor gelassen. Es kann natürlich sich den Tag hin ein bisschen länger ziehen, bis ihr eine Bestellung macht. Das kann natürlich ein Nachteil sein. Aber ihr verliert mit eurem Mitarbeiter keine Kundschaften. Ihr seht, es ist einfach voll. Da kommen immer mehr. Die sind schon vorab, sagen wir mal, im Algorithmus drin oder vorgerechnet. Da verliert ihr niemanden. Es kann einfach nur ein bisschen länger dauern, bis der Tag für euch vorbei ist. Ihr könnt es natürlich jetzt schon überspringen, dann verliert ihr aber wertvolle Kundschaft. Und wir wollen da hier Sachen verkaufen oder Erfahrungspunkte sammeln. So, und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr eigentlich, ihr seht es ja oben, wir sind Level 16, wir gehen auf die 17 zu, können wir uns auch ein neues Mobiliar kaufen, indem wir uns eine neue Kasse kaufen. Da müsst ihr bitte daran bedenken, ihr müsst bis dato denn alles selber abkassieren. Das heißt im Endeffekt, im Umkehrschluss, ihr habt jetzt nicht Zeit, großartig währenddessen jetzt eure Regale zu befüllen. Das müsst ihr halt immer dann zum Schichtende machen oder am besten natürlich Schicht anfangen, dass ihr das dann macht. Weil ihr seht es jetzt nämlich gleich, wir öffnen das jetzt hier mal und wir schieben den jetzt einfach mal zum Beispiel entgegengesetzt. Und jetzt gehen die gleich alle an der Kasse und warten dann auf euch. Und jetzt machen wir kurz noch Milch rein. Siehst du, die ersten Kunden sind schon da und wollen von euch bedient werden. Weil wie gesagt, das Hauptproblem ist nämlich später, wenn ihr neue Mitarbeiter haben wollt, dann braucht ihr auf alle Fälle genug Verkäufe. Hierbei einstellen. Wir haben aktuell nur 293 Verkäufe, wir brauchen aber 400. Also das sind halt nur Verkäufe, die wir selber tätigen. Ja, am nächsten Tag immer wieder gucken, was wird gerade verkauft. Es kann natürlich schnell passieren, dass manche Artikel einfach nicht mehr so gefragt sind. Kaffee war eine Zeit lang gefragt, das hat sich auch ein bisschen eingeschafft. Toast war sehr gefragt gewesen. Wir haben zwar ein bisschen die Regale aufgeführt, aber da kommt nicht mehr allzu viel. Und ihr seht zum Beispiel hier, obwohl wir bei den neuen Produkten viel und sehr schnell was verkauft haben, jetzt wo wir es richtig aufgestockt haben und jeder quasi viel Regale offen hat, hat sich da nicht allzu viel verkauft. Lustigerweise, Cornflakes wurde jetzt wieder vermehrt gekauft und Nudeln sowie günstiges Mehl. Hier geht es auch einigermaßen, aber das geht relativ schnell. Milch wurde auch mal ganz schnell gekauft. Also das variiert. Da müsst ihr immer so ein bisschen die Augen offen halten. Ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen weiterhelfen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Die wird auf alle Fälle sehr interessant. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen und Tschüssikowski.